Also Sonja, du hast ja schon mehrere Ausbildungen hinter dir. Was ist für dich das Besondere bei KI, bei KI-Seminaren? Bei KI und KI-Seminaren, also ist für mich voll besonders die Vorbereitungsvideos, dass man sich schon richtig einstellen kann aufs Seminar und auch die Nachbetreuung eben, dass man immer wieder neue Infos kriegt, dass man eben die Gruppe hat, wo man sich austauschen kann. Und das ist halt bei anderen Seminaren so, dass das verloren geht. Und man sagt zwar, ja, man bleibt irgendwo in Kontakt, aber das verliert sie und dann, ja, steht man dann allein da. Und so ist es halt einfach, du bleibst dabei, es geht weiter und ja, es ist so befruchtend. Das Besondere dabei ist, dass es wirklich einmalig ist und das ist alles so ganzheitlich, das habe ich noch nie irgendwo gesehen. Tanzen, Spaß haben. In KI hat man so ja, wie einen geschützten Raum, wo einfach jeder sein kann, wie er sein will und wo keiner verurteilt wird für irgendwas, wo sich jeder ausleben und entfalten kann, manche halt früher und andere später, aber es wird einem definitiv das Gefühl von Sicherheit geben und dann traut man sich mutig sein. Es fühlt sich ein bisschen wie Heimkommen an. Weil man weiß, dass man in die zwei Tage richtig viel Spaß hat, richtig viel lernt und einfach eine schöne Zeit hat mit Leuten, die einfach gut tun, wenn man es in der Nähe hat. Ja. Würdest du das Seminar weiterempfehlen? 100%, ja. Definitiv. Also wenn es da draußen wen gibt, der was für sich selber tun möchte oder sich selber besser kennenlernen will oder seiner Familie oder seinem Umfeld was Gutes tun will, kommt hierher. Live life easy, easy.